Für Fußballfans gibt es auch nach der WM noch Grund zum Jubeln. Genauer gesagt im Oktober, denn dann erscheint Pro Evolution Soccer 6 für die PS2 und die Xbox 360. Benjamin und ich haben uns natürlich sehr gerne der Vorabversion von Konami angenommen. Ich berichte euch jetzt mal, was uns so nach ein paar Partien aufgefallen ist. Generell kann man sagen, dass die Steuerung jetzt noch etwas direkter und griffiger gestaltet wurde. Das merkt man auch und vor allem beim Passspiel. Pässe können jetzt schneller gespielt werden, da die Kicker nicht mehr so lange benötigen, um den Ball gescheit anzunehmen. Ganz neu in Sachen Spielmechanik ist die Möglichkeit, Freistöße nun auch ganz schnell auszuführen. Gleich seht ihr dafür ein Beispiel. Spanien ist im Angriff. Es gibt einen Foul im Mittelfeld. So, jetzt kann man durch Drücken der Tasten L1 und R1 den Freistoß schnell ausführen. Die Schweden sind hinten unsortiert und Spanien macht das Tor. Allerdings muss man sagen, dass in der Spielpraxis der schnell ausgeführte Freistoß nur wirklich wenig Vorteile brachte. Das hier war sozusagen eine angenehme Ausnahme. Die griffigere Steuerung hatte ich ja schon angesprochen. Positiv bemerkbar macht die sich auch beim Kopfballspiel. Hier habt ihr jetzt sowohl bei den Stürmern als auch in der Verteidigung sehr viel mehr Kontrolle. Ihr könnt euch nun direkt bei der Flanke viel besser zum Ball postieren und auch aggressiver in den Ball reingehen. Und auch als Verteidiger könnt ihr den Ball jetzt einfach besser klären. Hier sehen wir jetzt so einen wuchtigen Kopfstoß von Crespo. Generell kann man sagen, dass das Kopfballspiel jetzt sehr viel dynamischer und besser kontrollierbar ist. Auf jeden Fall ein weiterer positiver Punkt im Vergleich zum Vorgänger. Allerdings hatte Pro Evolution Soccer 6 nicht nur positive Überraschungen für uns in petto. Während die Feldspieler nämlich die Sommerpause genutzt haben, um an ihren Fähigkeiten zu feilen, war das bei den Torhütern offenbar nicht der Fall. Die sind nämlich komischerweise längst nicht mehr so sicher wie beim Vorgänger und haben einfach zu oft auch harmlose Schüsse einfach nach vorne abgeklatscht. So wie hier jetzt. Da konnte man dann einfach mal locker flockig draufknüllen und hoffen, dass der Stürmer den sozusagen zweiten Ball bekommt. Wir hoffen, dass sich die Torsteher bis zur Verkaufsversion noch ordentlich steigern werden. Auf so läppische Abstaubertore kann nämlich, denke ich, jeder ganz gut verzichten. 15 minutes left of the first half.